Ich will in Word dieses Formular hier verbessern, also mit Formularfeldern versehen und ja, optisch noch ein bisschen aufpeppen. Mein Name ist Birmin Lehnherr. Im Moment kann ich hier alles noch verändern. Das heißt, ich kann hier das Wort verändern. Ich könnte hier oben das Jahr verändern. Das will ich ja gar nicht. Ich will, dass das geschützt ist und nachher nur noch die roten Felder ausgefüllt werden können. Wie macht man das? Als erstes brauche ich zusätzliche Werkzeuge. Die fehlen nämlich hier oben bei diesen Registern. Machen Sie entweder hier im leeren Bereich ganz rechts einen Rechtsklick und sagen Sie Menüband anpassen oder gehen Sie unter Datei, zu unterst zu Optionen und hier zu Menüband anpassen. Das ist genau dasselbe und Sie sehen hier rechts bei den Hauptregisterkarten, hier fehlt der Haken bei Entwicklertool und das brauchen wir genau. Also Haken rein, okay, und jetzt ist hier oben ein zusätzliches Register erschienen, Entwicklertool. Und hier finde ich nun unter Steuerelemente die gesuchten Werkzeuge für mein Formular. Ich gehe hier auf AA, Rich Text Inhaltssteuerelement und hier nochmals AA, nur Text Inhaltssteuerelement. Was nehme ich? Ich nehme das zweite, ich mache nochmals einen Check. Hier im roten Feld will ich das erste Steuerelement einfügen, also hier auf AA. Es erscheint sofort dieses Steuerelement mit einer Aufforderung, klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Diese Aufforderung, die können Sie auch bearbeiten. Ich klicke hier rein, da passiert nichts. Rechtsklick, geht auch nicht. Es geht so. Gehen Sie zu Entwurfsmodus. Jetzt kann ich diese Aufforderung hier mit eigenem Text ersetzen. Achtung, wenn ich vor dem Wort klicken hinschreibe, dann wird eine andere Schrift genommen, also nicht dieses schöne Grau. Das heißt, ich lösche das wieder. Ich beginne hier nach dem K und schreibe hier Bereich, denn dieses Graue gefällt mir eigentlich noch. Ich markiere den Rest, das brauche ich hingegen wieder nicht. Lösche nun am Schluss dieses K und jetzt steht hier Bereich. Jetzt kann ich sehr schnell all diese Formularfelder eintragen. Ich klicke hier auf Kursart, der Entwurfsmodus ist noch eingeschaltet. Ich gehe auf Formularfeld einfügen, schreibe hier Kursart, lösche das wieder. Gehe zum nächsten und so weiter. Ich mache das nun und komme wieder zurück. So, jetzt habe ich also überall diese Formularfelder eingetragen. Nun will ich das ganze Ding ja noch schützen, sodass man nur noch die Formularfelder ausfüllen kann. Gehen Sie hier zu Bearbeitung einschränken. Es poppt hier eine zusätzliche Spalte auf. Stellen Sie es genau so ein. Hier der Haken drin. Bearbeitungseinschränkung, jawohl. Aber hier Ausfüllen von Formularen, das will ich ja noch zulassen. Und jetzt Schutz anwenden. Kein Passwort, das würde ich sowieso vergessen. Also okay. Und wenn ich als Ersteller dieses Dokuments wieder bearbeiten will, dann kann ich hier den Schutz jederzeit wieder aufheben und könnte wieder etwas verbessern am Formular. Das will ich ja nun noch tatsächlich verbessern. Und zwar optisch verbessern. Das hier ist der Kursleiter oder die Kursleiterin, das ist der Kurs 1, Kurs 2, Kurs 3 und überall, wo eine Aufforderung drin steht, das will ich farblich hervorheben. Ich markiere das, gehe zu Start und füge hier eine Farbe ein. Ich nehme hier ein helles Gelb. Ich mache das nun durch das ganze Dokument und komme wieder zurück. Jetzt habe ich überall feine Farben eingefüllt und zwar bei jedem Kurs eine andere und nun gefällt mir das Formular noch nicht. Ich verschönere das Formular wie folgt. Ich klicke hier in die Tabelle, gehe auf dieses Auswahlwerkzeug, die ganze Tabelle ist markiert und verändere nun hier bei Rahmen zu unterst. Die Farbe will ich auf Weiß setzen und die Rahmendicke nicht einen halben Punkt, sondern eineinhalb Punkte. Okay,
Nun sieht das Formular irgendwie ein bisschen freundlicher aus. Auch hier dasselbe Spiel nochmals. Und ich schaue mir das Ganze einmal an im Überblick. Genauso kann ich das nun an meine Kursleiter schicken. Die können das Formular ausfüllen und mir wieder zusenden. Und wer nun dieses Formular ausfüllen muss, kann nur noch diese Formularfelder bearbeiten, also das Wortbereich kann man gar nicht mehr. Also hier kann man etwas ausfüllen, mit der Tabulator-Taste zum nächsten hüpfen. Das war's.